Mein Name ist Alethea. Meine Geschichte ist wahr. Von Natur aus bin ich Einzelgängerin. Ich habe keine Kinder, keine Geschwister, keine Eltern. Es gab mal einen Ehemann. Ob es das Schicksal gibt, wer weiß das schon. Aber im großen Bazar von Istanbul suchte ich mir ein Andenken aus. Es gefällt mir. Egal was es ist, es hat sicher eine interessante Geschichte. Also, was wünschst du dir? Was ist deines Herzens Begehr? Ich habe eine Frage. Was macht man mit drei Wünschen? Wart's ab. Es gibt keine Geschichte über das Wünschen, die nicht auch eine Warnung enthält. Wir alle haben Wünsche, selbst wenn sie uns verborgen bleiben. Aber es ist deine Geschichte und ich kann's kaum erwarten zu sehen, wohin sie führt. Oder wie sie wohl endet. Hallo. Hallo. Er bleibt für eine Weile. Ich habe einen Wunsch. Heute wird ein heißer Tag in Los Angeles. Was steht heute auf der Tagesordnung? Wie jeden Tag. Was suchen Sie in meinem Zimmer? Jagd auf die Vampire. Die Vampirjagd ist ein Business. Jede Kehle, ein Scheck. Seit ich die Gewerkschaft geschasst hat, hat sich einiges geändert. Wenn ich nicht an die Kohle komme, zieht meine Familie nach Florida. Hi, Dad. Du bist schon wieder zu spät. Die Gewerkschaft ist der einzige Ort, wo ich an Geld komme. Ihre Akte strotzt nur so von Vorfällen. Bud ist ein neuer Mann. Eine letzte Chance. Das ist die letzte Verwarnung. Legen wir los. Hilfe! Helft mir! Vampire wollten mich töten. Und ich pisse in meinen schönen Lieblingsanzug. Hey, 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 jeder pisst sich beim ersten Mal in die Hose. Wirklich? Ja, klar. Nein, ich nicht, nein. Aber hör zu, du schon. Weißt du, was ich sehe, wenn ich einen Vampir sehe? Ein großes Dollarzeichen. Wehe, du kotzt hier hin. Hab's runtergeschluckt. Sicher und lag. Vampire. Sie leben unter uns. Wir sind nichts als Mörder. Weder Eclipse noch New Moon oder Breaking Dawn Part 1 können da mithalten, okay? Wieso kennen Sie eigentlich die Namen aller Twilight-Filme? Was? Und was haben Sie gegen Breaking Dawn Teil 2? Erst recht das Ende der ganzen Twilight-Saga. Willkommen in der Tagschicht, Motherfucker. Der Trick geht immer. Diese Sitzungen sind für alle Mitglieder des Ordens verpflichtend, Schwester Anne. Meine Mutter litt unter Depressionen. Annie? Annie, Schatz, kann ich reinkommen? Aber schon als Kind wusste ich, dass es... Annie, mach bitte die Tür auf. ...mehr war. Lass mich rein, Annie! Lass mich rein, Annie! Lass mich rein!
Meine Mutter sprach davon, dass sie diese Stimmen hörte. Lass mich rein, lass mich rein! Sie sagte aber, dass diese Stimmen nicht wirklich sie wollten. Sie wollten mich. Die Zitadelle ist gefallen. Schwarzer Rauch verdunkelt die Sonne. Denn wie einige von euch vielleicht schon wissen, haben wir eine Studentin in der Klasse als Beobachterin. Also, lasst uns in den Schlund der Hölle hinabsteigen. Heutzutage gibt es mehr Fälle von Besessenheit als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Ihr müsst also um jede einzelne Seele kämpfen. Verteidige uns im Kampfe gegen den Geist des Bösen. Ich glaube, der Dämon, der Natalie quält, und der Dämon, der meine Mutter besessen hat, sind ein und derselbe. Ich würde gerne Schwester Anne unterrichten, damit sie sich schützen kann. Und andere. Diese Beziehung, die sie hat, ist etwas Persönliches. Wir haben auf dich gewartet. Deine Mutter hat eine schöne Stimme. Hallo? Lass mich rein! Sei vorsichtig. Sobald du den Teufel kennst, kennt der Teufel auch dich. Bellas, wenn ihr dieses Video bekommen habt, dann gehört ihr zu den 4 Muskeltieren und habt vor langer Zeit einen Bluteid geschworen. YOLO, man heiratet nur einmal. Ich freue mich. Ihr müsst euch um nichts kümmern, alles organisiert. Sag mal, Roadtrip. Roadtrip. Schön, dass ihr da seid. Das mit der Hochzeit war ein bisschen geflunkert. Ich brauche eure Hilfe. Bitte, bitte bringt mich nach Joelamento, ans Wasser. Ich kutsche hier doch keine Leiche in der Gegend rum. Wir müssen das machen. Wie lange bräuchte man denn bis zu diesem Joya? 20 Tage. Wie bitte? Ah nee, ich hatte noch auf Fußgänger gestellt. Oh, the pretty things. Eine letzte gemeinsame Reise. Wie früher. Warum hat sie eigentlich gerade uns hierfür ausgewählt? Kommst du dir manchmal auch so vor, als wären wir noch 16? Halt nur mit einer falschen und seriöseren Problem. Weißt du eigentlich, wie sich das anfühlt hier? Dabei ist halbes Leid auch geteiltes Leid. Das hat uns früher doch so stark gemacht. Was ist nun mit uns passiert? Was halt passiert? Am Anfang sucht man die Dinge, die einen verbinden. Und am Ende sieht man nur noch die Unterschiede. Ich wäre gerne noch mal 10. Oh ja, alles nochmal auf Anfang. Dann soll schon mal jetzt auch hier sein. Leute, sieh das ja. Und stoßt auf mich an. Und dann kann ich von da überall hin und mir alles angucken. Hört ihr das? Da ist nix. Sollen wir kurz alleine lassen? Und uns ein bisschen Entspannung vertragen. Es gab eine Zeit, da war die Welt noch so jung, dass sie noch keinen Sonnenaufgang gesehen hatte. Aber selbst da war Licht. Call to me, call to me, lands far away. Elben haben Wälder zu beschützen. Zwerge ihre Minen. Menschen ihre Weizenfelder. Aber wir Haarfüße sind füreinander da. Wir sind sicher. Du hast lang genug gekämpft, Galadriel. Gib dein Schwert auf. Der Feind ist noch da draußen. Die Frage ist nur, wo? Es ist vorbei.
Du hast nie gesehen, was ich sah. Ich habe meinen Teil gesehen. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Dunkelheit wird über das Antlitz der Welt ziehen. Es wird das Ende sein, nicht nur unseres Volkes, sondern aller Völkerschaften. Es tut mir leid, aber Ihre Zeit ist gekommen. Die Vergangenheit ist bei uns allen. Die Vergangenheit ist tot. Entweder wir machen weiter, oder wir sterben mit ihr. Dies könnte der Beginn einer neuen Zeit sein. Wir heben dir hier die Chance, zum würdigen Mitglied unserer sozialistischen Gesellschaft zu reifen. Du gehörst nicht zu uns. Ich bin auch nicht freiwillig hier. Besser ist, du gewöhnst dich dran. Ich werde nicht in dieser Fabrik bleiben. Und wie kommst du in die Sibylle? Das bin ja ich. Das ist einfallslos und bieder. Wir sind doch hier nicht bei der Brigitte. Unseren sozialistischen Frauen bei der Produktion. Das ist der Titel für dein neues Heft. Gesicht dieses Mädchen hier. Die wollen, dass ich Mannequin werde. Das ist mein Traum. Mensch, bist du schön. Geht das bei mir auch? Du bist Natur, da muss man nichts machen. Jetzt zeigt mir, dass etwas Besonderes in dir steckt. Sehr schön. Warst du nicht zum Essen, oder? Wir sind GBA. Was seid ihr? Glamourös, betörend, außerlesen. Ja. Wir machen unsere eigene Modenschau. Rücken gerade, Brust raus. Warum lässt du dich nicht treiben und nimmst, was das Leben dir schenkt? Schönheit ist Provokation, Strenge. Und Schönheit hat ihren Preis. Bilder von dir überall. Richtiger Star bist du. Die Modenschau in Leipzig ist die wichtigste des Jahres. Na, dann zieh dich mal warm an, Püppi. Was macht ihr denn da draußen? Post von den Genossen? Ich hab ihn nicht verraten. Was ist es dir wert, deinen Traum zu leben? Entweder du bist frei, dann bist du es überall, oder du bist es nicht. Dann nützt dir auch der Westen nichts. Hey, sieh dir das an, Jeff! Was hat der in Mexiko zu suchen? Ein ägyptischer Sarkophag? Nicht berühren, Jeff! Geht's dir gut? Ja, klaro. War gar keine große Sache. Du bist raus! Ein Fall für Ted Stones. Endlich wieder zu Hause. Mumie, Ted und Mumie sind am Start. Mit neuen Freunden. Ramona? Nein, das sind doch Pausen dazwischen. Und neuen Abenteuern. Sie sind ein tolles Team. Was hast du mit der Mona Lisa gemacht? Nur etwas korrigiert. Oh nein, was? Nervosität bläht mich immer so auf. Hey, was geht, Mumie-Fans? Oh. Jetzt hast du es geschafft. Die ärmerlichste Mumie, die ich je im Leben gesehen habe. Du bist verflucht! Diese Flüche bleiben für immer, wenn du sie nicht bald aufhebst. Ted Stones und die Suche nach der Smaragdtafel. Oh, wie cool ist das denn? Ab 25. August nur im Kino.
Und die Stadt leuchtet blau. Irgendwann komm ich hier raus. 30 Minuten noch. Ihr TikTok-Groupies seid doch sicher schon alle ganz wild auf den Energy Song Contest. Oh, ja. Aus! Drei Bands mit den meisten Klicks kommen ins Finale. Alles easy, immer so. Wir werden von einer Cola Light Werbung angegriffen. Haben wir uns schon mal gesehen? Aber das ist meiner Putzfrau einfach nur verdammt ähnlich. Nein, hier ist für die Putztruppe tabu. Was soll das da unten eigentlich sein? Hangover Teil 8? Tim, wenn ich mir in die Hose scheißen sollte, schwenk einfach weg. Nach dem Abi machen wir einfach nur noch die Band. Was? Ruby landet wahrscheinlich im Knast. Alter, das löscht du sofort. Was willst du dafür haben, dass ich es behalten darf? Hey, das war... Richtig geil. Das war meine Stimme. Willst du flirten oder willst du mit mir Sound machen? Ich check dich nicht, okay? Wir machen uns Haschkakao. Das hat mir mein Arzt verschrieben. Super für die Muskeln. Mann. Naja, ich spüre da gar nichts. Okay, warte mal. Ich glaube, du lächelst gerade. Oh, das ist schlimmer als meine Scheidung. Was hast du getan, Al? Hast du dir viel Geld als menschlichen Tisch benutzen lassen? Du hast dem Typen die Hook geschrieben. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mich angelogen hast. Lass uns das Song zusammen machen. Für die Welt. Ich bin meine Fehler richtig, Mann. Ihr seid jetzt stoned. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Was ist denn, wenn ich euch beweise, dass wir es schaffen können? Als Band. Ich bin leicht bei das Fehler. Ich bin meine. Ey, du weißt schon, was wir im Rudel alles teilen, ne? Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ja, womit hat euch der YouTube-Algorithmus diesmal angefixt? Wir gucken Pornos. Aha, weitermachen. In my room, way at the end of the hall, I sit and stare at the wall. Thinking how lonesome I've grown, all alone in my room. In my room. És korán be volt utána engem, hogy bizalmatlanságban a világ mindenségében. Itt van a nagymama anyakönyvi kivonata? Akkor ez igazi? Úgy igazi, hogy hamis, nem tudom. Kellett emlékeztetni magunkat a mérkőzésre. Ez az igazság, hát most neked ez az igazság, igen, mama, neked ez az igazság. Csoda, hogy megszült. Az a csoda. Picit. Mi szerencsések vagyunk, ugye? Szerencsés.